Leute, und ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Party. Heute werden wir gucken, ob ich eher Charlie oder Addison bin. Ich habe mir Bilder rausgesucht von Instagram und dann werde ich entscheiden, passe ich besser zu Charlie oder zu Addison? Ich weiß es nicht. Ich habe schon mein Buch vorbereitet mit meiner speziellen Strichliste und wir fangen direkt mal an. Ratet auch gerne mit und ich weiß, die Kommentarfunktion ist wahrscheinlich gesperrt. Aber ich werde auf Instagram werde ich so ein Fragentool einblenden und dann könnt ihr mir schreiben, ob ihr eher Charlie oder eher Addison seid. Also lasst uns loslegen. Let's go! Auf jeden Fall werde ich sie hier einblenden, damit ihr auch gucken könnt, ob ihr eher Charlie oder eher Addison seid. Lasst uns loslegen. Als erstes haben wir auf Charlies Seite Ariana Grande und auf Addisons Seite haben wir Billie Eilish. Und das finde ich jetzt echt gemein und kacke. Weil ich liebe Billie Eilish. Ich liebe ihre Songs. Wirklich, ich höre die mir so oft an. Aber ich liebe auch Ariana Grande und ich liebe ihre Musik und ich liebe, wie sie schauspielert und wie sie singt. Einfach alles, ja, das Problem ist, da kann ich mich jetzt wieder nicht entscheiden. Könntet ihr euch einfach so entscheiden zwischen den beiden? Aber weil ich Ariana Grande schon sehr, sehr lange höre und auch an meiner Tür hängen habe, werde ich Ariana Grande wählen. Also ich bin diese Runde für Charlie. Lass uns weitermachen. Das nächste Bild, ich habe übrigens hier unten mein Tablet liegen, also falls ich nach unten gucke, hier liegt mein Tablet. Ich habe mir nämlich Bilder von Instagram rausgesucht. Und zwar haben wir jetzt bei Charlie haben wir so einen Urlaubsort. Ich weiß nicht, was das ist. Es sieht auf jeden Fall richtig schön aus mit so einer Hängematte und oh, wie geil. Aber Addison ist auch cool, weil Disneyland, ich möchte unbedingt mal ins Disneyland. Das ist voll cool. Oha. Das finde ich jetzt so wieder so kacke, ne? Weil ich kann mich jetzt schon wieder nicht entscheiden. Und das finde ich echt blöd. Charlies ist halt echt geil. Und Addisons ist halt auch echt geil. Ich glaube aber, ich nehme Addison, weil ich unbedingt mal ins Disneyland will. Ich liebe zwar Strand und finde das so, so schön. Aber Disneyland ist schon richtig, richtig geil, Leute. Also Disneyland. Und ich möchte unbedingt diese Ohren. Also ich würde da an sich nur hingehen für diese Ohren. Auch wenn die überteuert sind. Wenn ihr euch mal Videos vom Disneyland anguckt, habt ihr gesehen, wie teuer alles ist. Erstmal der ganze Eintritt. Dann noch das Hotel, was man buchen muss. Weil man kommt da ja nicht wieder in einem Tag zurück. Das ist ja ein bisschen, vor allem wo ich wohne. Ich wohne, naja, Arsch der Welt. Und dann noch das ganze Essen. Und das ganze Fahren mit den Achterbahnen. Das ist so teuer. Nee, Leute. Aber trotzdem, ja, Addison. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir Rollschuhe. Oh, wie geil. Bei Charlie haben wir so blaue Rollschuhe, bei Addison so weiße. Ich liebe Rollschuhfahren, seitdem ich Soy Luna gucke, ne? Also ich habe das früher geguckt, ich hatte mal so eine richtige Phase, ich hatte alles von ihr. Ich muss euch mal ein Bild zeigen, wo ich so eine Cap trage von Soy Luna. Ich kann das mal hier einblenden. Das ist so witzig, weil ich habe es so geliebt. Also nach Violetta, übrigens hier. Ich bin auch Violetta-Fan. Ich habe mir jetzt alle CDs bestellt, die es gibt. Nur leider gibt es die zweite Staffel und die dritte Staffel nur auf Französisch. Und Leute, ich kann kein Französisch. Deswegen habe ich nur die erste Staffel, was ein bisschen schade ist. Okay, ich würde aber die blauen wählen, weil die weißen sind mir etwas zu basic, finde ich. Die blauen sehen einfach echt schön aus. Okay, weiter geht's. Oh, wie süß! Okay, als erstes haben wir bei Charlie so eine Pizza mit so Blümchen, voll cute. Und bei Addison haben wir so Pancakes in Bärchenform mit Schoki und Erdbeeren. Addison, auf jeden Fall. Ich meine, ich liebe Pizza. Ich liebe alle Pizza. Und die sieht richtig, richtig schön aus. Aber bei Addison, diese Bärchen, ne? Ich will das in meinem Mund schmecken. Ich möchte die essen. Okay, lass uns weitermachen. Oh, ja. Ich würde sagen, sofort Addison, weil bei Charlie, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, das sieht nicht so cool aus, als das von Addison. Und
die von Edison, ne? Die ist da am Meer. Sofort. Sofort. Ich meine, die von Charlie, die ist jetzt nicht so wirklich meins. Also ich mag die Farben nicht so gerne. Aber Edison, voll. Vor allem diese cute Blume, ne? Diese richtig süße Blume. Nee, Leute. Edison, auf jeden Fall. Habe ich jetzt schon einen Strich gemacht? Ich glaube schon. Okay, als nächstes. Oh Gott, wie süß. Einmal bei Edison diese Smiley-Torte und bei Charlie solche kleinen Frösche. Ihr wollt es mir richtig schwer machen. Richtig, richtig schwer. Ich glaube, ich nehme Charlie, weil das sieht so cool aus mit diesen Fröschen. Ich möchte die zum Geburtstag haben. Wow, richtig geil. Mehr Jungfrauen. Oh, wie cool. Oha. Ja. Charlies ist halt eher ein bisschen dunkler und das von Edison ist halt ein bisschen heller. Edison, weil, keine Ahnung, das sieht schöner aus. Dieses Seepferdchen, das ist cute. Ich möchte auch mit diesem Seepferdchen schwimmen. Auch wenn ich mich das nicht trauen würde. Ich kann euch mal eine Story erzählen. Ich war vor ein paar Jahren in Spanien. Und da war ich im Meer. Und auf einmal, ich war noch klein, okay. Ich war irgendwie 11, 12. Und ich war im Meer. Und ich bin getaucht, hatte eine Taucherbrille. Und dann, auf einmal schwimmt da so ein Oschifisch vorbei. So ein Oschifisch. Ihr müsst euch vorstellen, der war so. Und dann, wow, 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 an mir vorbei. Und ich hatte so eine Angst. So eine Angst hatte ich. Ich bin nie wieder in dieses Meer reingegangen. Nie wieder. Oh Gott, Leute. Ich fand das so schlimm, wirklich. Egal, auf jeden Fall. Wir nehmen Edison. Okay, als nächstes gibt's... Warum macht diese mir so schwer? Ich wähle aber Edison, weil ich liebe Burger King. Wirklich, ich mag McDonald's zwar sehr gerne, weil ich liebe den Cheeseburger dort. Aber Burger King ist halt einfach so, so geil. Ja, weil, keine Ahnung, die haben da so ein Veggie King und ich finde den so toll. Ich könnte 10.000 davon essen und es würde nie irgendwie eklig werden oder so. Es schmeckt so geil. Also nehmen wir Edison. Wie schön! Oh. Ich würde halt wirklich so ein Kleid tragen, so irgendwie. Das Problem ist halt, meine Lieblingsfarbe ist rot. Aber das Schwarze sieht so geil aus. Das erinnert mich irgendwie an so eine dunkle Nacht mit so Sternen drauf. Es ist so schön. Aber nee, Leute, ich muss Rot nehmen, weil Rot ist meine Lieblingsfarbe. Also gibt es einen Strich für Charlie? Ich würde das, glaube ich, sogar zum... Nee, das ist zu übertrieben, oder? Wäre das Schwarze in Rot, würde ich das bestimmt zu meinem Abschluss anziehen. Ich habe nämlich nächstes Jahr schon Abschluss, Leute. Das ist so krass. Ich komme einfach in die 10. Okay. Lass uns weitermachen. Okay, jetzt haben wir hier solche Haare und ich finde die beide wirklich mega, mega schön. Und ich liebe auch die Frisur mit diesen zwei kleinen Pommels. Sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Aber ich glaube, weil ich finde, blaue Haare finde ich immer so ein Ding, ne? Aber dieses von Charlie mit diesen Strähnchen, das sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Obwohl bei Edison finde ich diesen Übergang richtig schön. Von diesem Blau in dieses Orange. Deswegen finde ich das gerade schwer. Aber ich glaube, ich bin doch bei Charlie. Weil, keine Ahnung, ich finde die Bommels auf dem Kopf auch noch etwas schöner als bei Edison. Oh Leute, es steht gerade tatsächlich 5:5. Okay, wird spannend. Als nächstes haben wir Autos. Und ganz klar Edison, weil ich liebe Pink. Und es sieht richtig, richtig schön aus. Ich würde nicht irgendwie dieses schwarze Auto nehmen. Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir haben immer bunte Autos gehabt. Immer bunt. Wir hatten erst ein blaues, dann hatten wir ein froschgrünes. Ich muss mal gucken, ob ich ein Bild finde. Und dann könnte ich das einblenden. Aber ich weiß nicht, ob ich es finde. Nee, ich glaube, ich finde es nicht. Falls ich es finde, blende ich es hier ein. Wenn nicht, dann schreibe ich hier hin, dass ich es nicht gefunden habe. Aber dieses Pinke. Es ist einfach pink, okay. Das ist richtig, richtig schön. Mein
Gott. Jetzt kommt so ein Augen-Make-up. Voll schön. Oha. Ich bin halt eher so der softe, pinke Typ, ne? Also eher so Charlie, aber dieses Blaue mit diesem Glitzer. Das an der Augenbraue. Das sieht so, so gut aus. Ich könnte sowas niemals. Ich finde das gerade richtig schwer. Aber ich muss mich ja entscheiden. Aber ich glaube, ich nehme Charlie. Weil, keine Ahnung, ich bin so süß, pink. Oh Gott. Als nächstes haben wir Elsa und Anna. Ich finde, Anna sieht halt einfach echt richtig schön aus mit diesen lockigen Haaren. Und ich liebe Anna. Elsa weiß ich manchmal nicht so. Sie sieht zwar auch sehr schön aus, aber ich glaube, ich nehme Anna, weil sie sieht richtig, richtig cool aus. Also wieder ein Strich für Charlie. Jetzt wird es ganz, ganz kritisch, weil ich glaube, das ist das letzte Bild. Und das ist gerade echt krass, weil wenn ich jetzt Addison nehme, dann ist es einfach Gleichstand. Dann ist es einfach Gleichstand, Leute. Und das ist ganz klar, hier nehme ich Addison so mit Freunden, so schwimmen gehen und dann so cool und dann wow und dieser Vibe dazu, ich liebe es einfach. Und Charlie ist halt einfach Lesen, ne? Und ich hasse Lesen über alles. Ich finde Lesen so schlimm. Wir haben in Deutsch im Moment ein Buch gelesen und ich hasse Lesen wirklich über alles. Ich finde das grauenhaft. Ich würde am liebsten weggehen, weil ich hasse Lesen wirklich. Und ich kann da auch nicht aufzeigen, weil ich kann auch nicht vorlesen, weil ich verspreche mich. Ja. Okay, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Es ist tatsächlich Gleichstand. 7-7. Das ist echt krass. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte von Anfang an gedacht, ich wäre irgendwie Addison. Aber Charlie ist auch ganz gut gewesen. Ja. Seid ihr eher Charlie oder eher Addison? Ich bin jetzt mal richtig, richtig gespannt, was ihr sagt. Ich werde auf Instagram so ein Fragentool da reinpacken. Und dann könnt ihr sagen, wer ihr seid. Charlie oder Addison. Und das wird wahrscheinlich, wenn das Video hochgeladen wird, wird das ab dann 24 Stunden online sein. Also wenn ihr auf dieses Video klickt und da steht, dass es vor einem Tag war, dann könnte es noch in der Story sein. Aber wenn ihr irgendwie 2-3 Tage, dann ist es leider nicht mehr dort. Aber sonst könnt ihr mir auch gerne per DMs schreiben. Und ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!